Gäste, willkommen zurück bei Renegade. So, beim letzten Mal haben wir hier schon zwei Missionen abgeschlossen. Und jetzt begeben wir uns direkt an die dritte Mission. So, ja, haben wir schon alles mitgenommen. Da unten haben wir noch Rüstung. Das ist hier ein Kopftierrüstung. So. Ey, wartet nochmal, irgendwo in die Nehmen Sie den Wagen, Havoc. Die Straße vor Ihnen ist völlig frei. Die Straße vor Ihnen ist völlig frei. Sie werden es dann mit weniger Praxis zu tun bekommen, da Sie einen längeren Anflugweg haben. Offenbar fordert der Officer in diesem Nachtturm gerade Verstärkung an. Eliminieren Sie jeglichen Widerstand und besetzen Sie diesen Turm. Ich habe nie genug ab. Hilfreich. Benötige hier mehr davon. Jupp, so sieht's aus. Dann. Ja. Irgendwann darf ich einen anderen Mann mit fahren. So. Hier, nächste Hütte einnehmen. Hier noch ein bisschen was. Gebiet gesichert. Nur weiter so, Havoc. Da fühlt man sich so richtig gebraucht, Lowe. So. Ein paar
dann da hinten wieder alles eliminieren und die Welt retten. Jetzt alle Gegner dürfte gewesen sein. Ausgezeichnet, ja. Herr Bock. Es ist eine Freude, Ihnen bei der Arbeit zuzusehen. Ja, nächstes sekundäres Einsatzziel erledigt. Ich wollte jetzt gerade sagen, was wollen die jetzt hier? Die sind jetzt tatsächlich noch ausgestiegen. Ich glaube, die sind gut. Hallo. Was ist los mit dem? Warum hat der gerade nicht geschossen? Gebe ihn Deckung, wir nehmen einen dicken Panzer mit. Eine Panzerfahrt ist lustig, eine Panzerfahrt ich ist schön. Ich bin direkt hinter Ihnen im Schaden. Ah, noch ein Lastwagen mit einer Sonnenbombe. Sieht von der Rakete drauf. Ja, noch ein Panzer, da haben wir zwei verschiedene Attacken. Und zwar zum einen das Primero. So, wo normales Geschütz abfeuert, so vorne aus seinen Rohren raus. Und dann haben wir links und rechts noch Raketen, die wir abfeuern können. Können wir ein paar Raketen abwerfen lassen? Werde wohl mehr davon haben. Also, sehr praktisch. Also so die Raketen für die Infanterieeinheiten. Das ist das zu treffen. Oh, Schluck auf. Oben, da stehen Leute, die mich gefallen müssen. Wenn ich hier einmal... was ist hier für ein Vertrag? Der Offizier? Wir sprechen dann auch nicht da oben. Spezialmeile? Nein, tut er nicht.
Einsatzziel gesichert, Herr Bock. Gut gemacht. So. Ja, lass mich von dem Panzer raus. Gehen. Schneller wie der GDI-Panzer. Ist zwar schwer, die Satellitenaufklärung zeigt, dass sich eine weitere Flarak-Stellung in der Gegend befindet. Achten Sie auch auf die Geröhre, die Sie reparieren. Flarak-Stellung vernichtet. Eine Flarak-Stellung ausgeschaltet. Die Fahrzeug noch zwei weitere Radien. Gute Arbeit. Ich hab den Panzer zerlegt. Ich dachte, Panzer, oder? Ja, wir haben ein bisschen Verstärkung. Wir haben jetzt überhaupt die Verstärkung. Ein bisschen Rüstung. Hier ein bisschen Maschinengewehr mitnehmen. Auch bei dem Weg hier weiter, das ist weniger. So. Ja, ja. Einen kleinen Tunnel haben wir hier. Ah, haben wir auch wieder Gegner. Deckung, Sir! Aber die ist zum Glück hinter der Kiste und zieht uns nicht. Was ist mit der feige Soldat auch? Was ist mit der feige Soldat? So, weg hier. Dann packen wir hier mal. Weg damit! So, was haben wir hier noch Schönes? Ein Kampfpanzer von uns. Ein ganzer Arsch voll Soldaten. Da oben ein Leitenpanzer von uns. Ja. Aber hier haben wir direkt noch einen Ausgang und so einen Raketenwerfer. Nachladen. Und weiterlaufen. Die Brücke wird von Flarak-Stellungen flankiert. Oh, solange sie nicht ausgeschaltet sind, können wir uns nicht in die Nähe wagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao!